Hi, willkommen zurück zum Thema Fixgerade. Ich zeige dir heute an einem zweiten Beispiel, wie man die Fixgerade von einer Abbildung bestimmen kann. Wir haben die Abbildung Beta gegeben. Die bildet einen Vektor xy mit der folgenden Abbildungsvorschrift ab. Wir multiplizieren also den Vektor xy mit dieser Abbildungsmatrix, addieren dann noch einen Verschiebungsvektor dazu und das gibt uns dann eben den Bildvektor. Die Frage ist jetzt, ob diese Abbildung Beta eine Fixgerade hat. Das heißt, gibt es eine Gerade, die unter der Abbildung Beta auf sich selbst abgebildet wird, wobei nicht zwangsläufig jeder einzelne Punkt wirklich wieder auf denselben Punkt abgebildet werden muss. Ganz allgemein, ich habe schon ein Erklärungsvideo zum Thema Bestimmung der Fixgerade gedreht. Wenn du das noch nicht gesehen haben solltest, dann lege ich dir jetzt ans Herz, das nochmal anzuschauen. Denn da erkläre ich, wie man ganz allgemein vorgeht, wenn man die Fixgerade bestimmen möchte. Und darauf baue ich jetzt auch in diesem Beispiel auf. Also, das hier ist übrigens auch das zweite Beispiel. Also es gibt schon ein Beispiel zum Thema Fixgerade. Und in diesem Beispiel ist es jetzt so, dass Beta keine Fixpunkte besitzt, im Gegensatz zu Beispiel 1. Das heißt also, hier verläuft dann auch die Ermittlung der Fixgerade etwas anders. Die Eigenwerte von der Abbildungsmatrix A sind der Einfachheit halber diesmal auch schon vorgegeben. Wir haben den ersten Eigenwert, Lambda 1 ist minus 1, den zweiten Eigenwert, Lambda 2 ist 1, mit den dazugehörigen Eigenvektoren V1 und V2. So, da wir keine Fixpunkte besitzen, lösen wir also für jeden Eigenvektor diese Gleichung hier. Das heißt also, wir nehmen einmal die Abbildungsvorschrift auf der einen Seite, ist gleich, jetzt setzen wir eben ein Vielfaches von dem Eigenvektor, mit dem wir eben jetzt rechnen, plus den Vektor, den wir eben hier eingesetzt haben. Das heißt, den wir eigentlich abbilden möchten. Diese Gleichung lösen wir dann entsprechend auf, nämlich nach x1 und x2. Und wenn wir eine Lösung für x1 und x2 haben, das wirst du später sehen, dann können wir ausgehend von dieser Lösung die Gleichung der Fixgeraden eben aufstellen. So, als allererstes mache ich gleich klar, wir gucken uns heute das Ganze an nur für den zweiten Eigenvektor. Sonst wird es einfach den Rahmen hier sprengen. Das heißt also, ich nehme V2, setze das jetzt einmal hier ein. Dann komme ich auf die folgende Gleichung. Siehst du hier oben, ich spare mir jetzt mal die vorzulesen. Das ist die Gleichung, die ich hier gerade eben erklärt habe. Nur habe ich jetzt für V eben den Vektor V2 eingesetzt. So, um die zu lösen, füllen wir jetzt als erstes mal diese Matrizenmultiplikation hier durch. Dazu rechnen wir 2 mal x1 plus 1 mal x2 und minus 3x1 minus 2x2. So, der Rest, doch, da haben wir noch mehr gemacht. Ich habe jetzt auch den Vektor hier auf die andere Seite der Gleichung geschoben, indem ich auf beiden Seiten eben minus diesen Vektor gerechnet habe. Dadurch fällt er auf der Seite weg, kommt dann hier aber auf der linken Seite der Gleichung dazu. So. Das hier kann man jetzt zusammenfassen. Wir haben eben einen Vektor plus einen anderen Vektor minus einen anderen. Das heißt, ich kann jetzt reihenweise das Ganze zusammenfassen. Aus 2x1 plus x2 minus x1 werden entsprechend x1, also 2x1 minus x1 gibt x1, plus x2 bleibt stehen. Minus 8 kann ich hier auch mit in den Vektor mit reinnehmen. Dann habe ich entsprechend hier minus 3x1, die stehen bleiben, minus 2x2, minus x2 werden minus 3x2 und dann eben noch die plus 14. Aus dem Vektor μ mal minus 1, 1 kann ich auch den Vektor hier machen, indem ich einfach das Skalar eben mit dem Vektor multipliziere, so wie es eben definiert ist, jeden einzelnen Wert damit multiplizieren. So, wenn ich das geschafft habe, dann kann ich schon mein lineares Gleichungssystem aufstellen. Dazu lese ich einfach die Zeilen einzeln aus, denn dieser Vektor entspricht dem Vektor hier drüben, wenn sich eben die einzelnen Zeilen entsprechen.
So, wie angekündigt, möchte ich jetzt dieses lineare Gleichungssystem lösen, nach x1 und x2 auflösen. Du kannst schon sehen, wir haben nur zwei Gleichungen, wir haben aber drei Unbekannte, nämlich x1, x2 und μ, was uns eben schon anzeigt, dass wir dieses lineare Gleichungssystem nicht eindeutig werden lösen können. Das ist aber auch so gewünscht. Denn, du wirst dann später sehen, dadurch, dass wir unendlich viele Lösungen haben, bilden die Lösungen eben eine Gerade. Das ist die gesuchte Fixgerade. So, als erstes mache ich hier mal einen Koeffizientenvergleich. Da kann mir auffallen, wenn ich die Gleichung 1 mit 3 multipliziere, dann habe ich hier 3x1 und 3x2. Wenn ich das anschließend zu dieser Gleichung 2 addiere, habe ich 3x1 plus minus 3x1, damit 0x1 und 3x2 plus minus 3x2 und damit 0x2. Das heißt, x1 und x2 fallen aus meiner Gleichung raus, was wiederum bedeutet, dass ich nur noch mein μ in der Gleichung habe und damit die Gleichung nach μ auflösen kann. Das heißt also, das ist ein guter Schritt, den ich hier gehe. Also ich nehme dreimal die Gleichung 1, addiere dazu die Gleichung 2. Wie gesagt, x1 fällt raus, x2 fällt raus. Hier muss ich dann minus 8 mal 3 rechnen, sind minus 24. Minus 24 plus 14 gibt dann minus 10. Hier habe ich minus 3 μ, plus μ sind minus 2 μ. Entsprechend jetzt durch minus 2 auf beiden Seiten der Gleichung teilen, ergibt mir dann die Lösung für μ. μ ist 5. Das kann ich jetzt wieder in eine der beiden Gleichungen einsetzen. Ich entscheide mich hier für Gleichung 1. Das habe ich dann auch nochmal gleich ein bisschen umgestellt. Also für μ setze ich 5 ein. Das heißt, ich habe hier die Gleichung ist gleich minus 5. Jetzt rechne ich auf beiden Seiten der Gleichung noch plus 8, damit die minus 8 hier wegfällt. Dann habe ich hier minus 5 plus 8 gibt dann eben diese 3. Und auf der linken Seite der Gleichung bleibt nur noch x1 plus x2 übrig. So, ich habe ja schon gesagt, es gibt unendlich viele Lösungen bei diesem linearen Gleichungssystem. Das bedeutet also, wir gehen so vor, dass wir die eine Variable einfach mit einem Parameter gleichsetzen. Wir sagen, x1 soll t sein und in Abhängigkeit von t berechnen wir dann die Lösung von x2. Das kann man hier ganz einfach machen. Also wenn ich x1 gleich t setze, habe ich hier eben t plus x2 ist 3. Entsprechend ist x2 dann eben 3 minus t. So, und diese Lösungen hier, also dass x1 gleich t ist und x2 gleich 3 minus t, kann man jetzt auch anders ausdrücken, nämlich mithilfe von einer geraden Gleichung. Denn wir können hier, dass x1 gleich t ist, bedeutet, anders gesagt, x1 ist 0 plus t. Diesen Trick muss man immer gehen. Man muss sich überlegen, wie oft habe ich den Parameter und addiere ich dazu noch was hinzu. In diesem Fall habe ich einmal den Parameter, ich addiere nichts hinzu, also könnte ich mir denken, dass ich eine 0 dazu addiere. Bei x2 kannst du sehen, wir nehmen hier die 3, davon ziehen wir eben minus 1 mal den Parameter t ab. So kommt man dann eben darauf, wie der Stützvektor und der Richtungsvektor von der geraden Gleichung aussehen müssen. Wir nehmen als Richtungsvektor, also wir nehmen als Parameter eben das t, den Parameter, den wir hier gewählt haben. Dann kommt in den Richtungsvektor kommen dann die Vielfachheiten. Das heißt also bei x1 habe ich einmal t. Das heißt also hier bei der x1-Koordinate, also dem ersten Eintrag vom Vektor schreibe ich eine 1 rein. Beim zweiten Eintrag des Vektors eben eine minus 1, weil ich hier minus t habe. Da muss ich noch schauen. Bei x1 habe ich 0 plus t, also kommt hier eine 0 in den Stützvektor. Und bei x2 habe ich 3 minus t, also habe ich hier eine 3 in den Stützvektor. Genau, und dann ist man schon fertig. Das ist dann die Fixgerade g. Das heißt also, diese Gerade wird unter der Abbildung Beta auf sich selbst abgebildet. Das war das zweite Beispiel zur Bestimmung der Fixgeraden von Abbildungen. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Würde mich freuen, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist. Bis dann!